Ja, kleines Vorwort vorweg. Leider gab es ein bisschen Tonprobleme und da ist so ein fieses Brummen drauf. Trotzdem habe ich mich entschlossen, das hochzuladen, weil es nur eine kurze Folge ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen kleinen technischen Fehler und nächstes Mal wird der Ton dann auch wieder besser. So, jetzt aber los geht das. Ja, moin moin, herzlich willkommen, Solduri TV. Am Sonntag, wie letzte Woche, wie auch nächste Woche, nach dem Intro geht's weiter. Ja, da ist er wieder. Ja, wir haben immer noch ein bisschen mit den Nachwirkungen des Website-Crashs zu tun. Mittlerweile läuft die Webseite wieder, aber natürlich sind noch nicht alle wieder online auf der Seite, haben sich wieder registriert, Schrägstrich ihren Account wieder in Besitz genommen. Wenn es hier Fragen und Nöte gibt, wendet euch an mich über Discord. Die Rücksetzfunktion, ich zeige euch die einmal kurz, wenn ihr hier Mitglieder. So, Mitgliederbereich. Wenn ihr hier, ich melde mich mal ab. Wenn ihr euch anmelden wollt, ihr wisst ja euren Benutzernamen, das ist der gleiche aus der alten Webseite. Das Passwort hat sich natürlich geändert. Der eine oder andere wird das Debakel ein wenig mitgekriegt haben, gab da ein bisschen, ja, Verwirrung, sag ich mal. Dadurch ist das Passwort zurückgesetzt worden, also das Passwort, was ihr in der E-Mail gekriegt habt, passt auf keinen Fall mehr. Ihr müsst dann einfach hier Passwort, Benutzernamen oder Passwort vergessen sagen und dann euch ein neues Passwort anlegen. Sollte das nun gar nicht klappen, wendet euch an mich. Das eine oder andere Mitglied hat das schon getan. Dann setze ich das für euch zurück und schicke euch das Passwort. So. Ja, das zu dem Thema. Ja, dadurch haben wir natürlich relativ wenig Input. Ist auch nicht so furchtbar viel passiert. Aber ein paar Sachen haben wir doch. Wir gucken mal wieder auf unsere Social Media Geschichten. Wir fangen mal an mit der Webseite selber. Hier unten auf der Webseite, wie gesagt, immer noch nicht ganz fertig, aber wir geben unser Bestes. Haben wir jetzt so die Blogartikel. Allerdings gibt es hier auch den Bereich Blog. Da können wir mal gucken. Ja, Airsoft Stammtisch hatte ich schon was zu gesagt. Ist jetzt auch auf der Webseite als Blogartikel wieder drauf. Gehe ich nicht weiter drauf ein, ist im Dezember, hatten wir eine der letzten oder vorletzten Folgen. So, dann gab es hier von unserer Vorsitzenden quasi eine Monatschallenge, die macht bei Upgrade mit. Upgrade ist so eine Box, wo so ja, Bastel und Malutensilien und Kunstutensilien im Allgemeinen immer drin sind. Wechselt monatlich, kommt immer so eine Box, wo verschiedene Inhalte drin sind. Und mit diesen Inhalten kannst du dann, ja, erstmal lernst du diese Materialien kennen und du kannst an einer Monatschallenge teilnehmen. Das heißt, es gibt immer so eine Art Wettbewerb. In diesem Monat scheint das ein Beutel gewesen zu sein. Ich glaube, der Beutel, ich guck mal zur Seite. Der Beutel war da auch mit bei, ne? Gut. Also der Beutel war da auch mit bei und es sollte dieser Beutel gestaltet werden. Also ich vermute mal, dass es sich dabei um explizit Stofffarben handelt. Ja, sie hat sich zum Vorlage ein Solduri-Wappen genommen, also unser Logo. Ja, sieht ganz cool aus. Gefällt mir sehr. Für Dauer- und Musteranfertigung, wer auch so eine haben will, kann sich ja bei Saphira melden. Aber ich glaube, das ist ein bisschen viel Arbeit. So, wer Fragen zu Upgrade hat, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, der kann sich natürlich an Saphira wenden. Die kann euch da Fragen beantworten, was Upgrade ist und wie, wo, was, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das weiß sie am besten. Einfach antickern. Ich denke mal, sie beantwortet da gerne jegliche Frage zu. So, viel mehr haben wir noch gar nicht hier drin. Also hier nochmal die Aufforderung an alle Mitglieder und Mitglieder, die es werden wollen. Packt eure Hobby-Sachen gerne einfach in den Blog rein. Feuert das da einfach rein. Wir gestalten das im Prinzip zur Not noch ein bisschen ergänzend um. Wenn ihr ein Logo braucht oder sowas, sagt Bescheid oder eine Grafik. Einfach ein Foto mit rein.
oder auch nur einen Text, das ist völlig egal. Alles, was ihr habt für euer Hobby, für neue Hobbys, für Sachen, die euch im Zuge dessen bewegen oder was ihr gesehen habt, gerne in den Blog reinballern. Wird uns immer freuen, haben wir Inhalt. Vor allen Dingen hat auch Völke Inhalt, weil wir diese Blogartikel auch schön bei Facebook mal raushauen können. Und das mal was anderes ist, wie immer das X-Bing-Wing-Bild oder Gaslens. Das heißt, wir haben so manche Sachen, die jetzt die Aktiven im Blog, ich sag mal, betreiben, die Hobbys, die sind natürlich dadurch übermäßig stark, ich sag mal, repräsentiert auf den Social-Media-Kanälen. Wir wollen ja die Bandbreite zeigen, die Solduri so, ich sag mal, umfasst. Von daher immer gerne da rein. So, wir gucken auch noch mal bei Facebook rein, Kerlik. So, da hat Völke den fertigen, ja, Kampfkäfer gezeigt. Wie gesagt, das war die November Challenge vom Gaslands UK, von der Gaslands UK Gruppe auf Facebook. Guck mal, ist auch sehr, sehr cool geworden. Wir hatten ja bisher nur Bilder gesehen in dem einen Solduri TV-Folge, wo das quasi noch der Rohbau war, also die Farben, das noch nicht bemalt war. Ja, sehr, sehr witzig geworden. Passt auch überraschend gut zusammen. Also jetzt sieht das nochmal wieder ganz anders aus. Witzig, witzig, witzig. Ja, halt uns gerne auf dem Laufenden, was dabei raus geworden ist. Ist ja eine Challenge. Von daher, vielleicht wurden da ja auch Plätze verteilt. So, dann haben wir noch ein Bild von wieder mal X-Wing. Völke war in Kronshagen auf einem kleinen Turnier die Woche. Hat den zweiten Platz erreicht. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite aus. Zum zweiten Erreichen des zweiten Platzes. Hier wieder die geilen Lego-Figuren. Ach, einfach göttlich. Einfach cool. So, zweiter Platz, sehr, sehr cool. So, dann haben wir, ja, das ist schon die nächste Woche für die Folge quasi. Mehr haben wir leider diesmal gar nicht auf den Social-Media-Kanälen. Wie gesagt, habt ihr irgendwelche Bilder? Einfach mit dem Handy ein Foto knipsen, wenn ihr eine Runde spielt. Auch gerne einfach so ein Bild von eurem Charakterbogen, während ihr eine Heldenrunde gespielt habt. Oder vielleicht ja mal ein Gruppenbild. Vielleicht mag die eine oder andere Gruppe sich ja mal so Selfie-mäßig knipsen lassen. Wenn ihr da irgendwas habt, gerne an mich und an Völke übersenden. Dann können wir das hier mit wegverhackstücken. So. Dann gucken wir einmal rein in den Kalender. Der Kalender ist leider Gottes, da noch nicht so furchtbar viele sich ihren Account freigeschaltet haben, relativ leer im Moment. Das heißt, das Einzige, was wir nächste Woche drin haben, ist am 28. X-Wing. 18 Uhr geht das da los im Solduri Clubraum. Am 29. haben wir nochmal Infinity Fire Team. 18 Uhr, der Dienstagstermin von den Infinity-Leuten. Auch um 18 Uhr startet ein X-Wing, spezielles Event, so wie das aussieht. The Droids You're Looking For. Also sie spielen ein Szenario, sind zwei Spieler. Könnt ihr gerne zuschauen oder euch X-Wing-mäßig mit der einen oder anderen Runde zusätzlich mit anschließen. So. Mittwoch haben wir next. Dann ist schon Hardcore Dezember. Am 1. Dezember haben wir 18 Uhr wieder Infinity Fire Team drin. Der Donnerstagstermin. Am 2., das ist der Freitag, haben wir Gaslands Zombie Bash. Das heißt, sie gehen auf Zombiejagd mit ihren Autos. So, und am Samstag dann, am 3., tagt wieder die Solduri-Gruppe und macht sich auf in eine neue Kampagne. So, wie gesagt, Solduri-Gruppe momentan voll, haben leider keine freien Plätze frei.
Ja, wenn ihr eure Gruppe auch posten wollt, schreibt einfach den Termin rein. Wäre schön. Wir spielen ja auch Shadowrun. Wir spielen... Was wir nicht alles spielen. Ne? So. Postet das bitte in den... Oder gerne in den Kalender rein, damit wir so ein bisschen in der Außenwirkung heraus zeigen können, was das ganze Spektrum von Sorduri so umfasst. Auch wenn da keine freien Plätze drin sind und es ein regelmäßiger Termin ist. Ihr könnt so Wiederholungstermine, dann müsst ihr das auch nicht jede Woche machen. Dann macht ihr das einmal und dann ist das fertig. Wenn ihr so an festen Tagen spielt. Nichts anderes habe ich mit dieser Sorduri-Gruppe auch gemacht. Das heißt, er trägt sich automatisch jeden Monat ein. So, wenn ihr da Hilfe braucht, kommt gerne auf mich zu. Ich helfe euch da gerne, wie ihr euren Terminkalender gestalten könnt und wie ihr den benutzen könnt. Ebenso, wenn ihr eine Frage habt zum Thema Blog erstellen, generell Benutzung der Webseite, kommt gerne auf mich zu. Dann machen wir über Discord vielleicht eine kleine Schulung, kleines Webinar, wenn ihr so wollt. Dann kann ich euch das alles nochmal zeigen. So, zum Terminkalender gibt es auf dem YouTube-Kanal, wir können da einfach mal gucken, da müsste es eigentlich auch ein Video geben, was sich eigentlich noch, das ist zwar eine andere so Joomla-Version, aber das ist der gleiche Kalender. Von daher müsste der eigentlich noch, Shorts, nee, Videos, wir gucken mal, blablabla. Warte mal, ich habe glaube ich sogar eine Playlist gemacht dafür. Webinare. Genau. So, hier habt ihr. So, mal den Ton einschalten. Na, wo ist er? Da ist er. So, ist schon ein bisschen her. Aber hier habt ihr halt eine Anleitung grundsätzlich, wie gestaltet ihr so einen Termin. Vielleicht, weil es eine neue Version ist, hat sich das eine oder andere geändert. Aber im Grunde genommen ist das immer noch dasselbe. Das ist also das gleiche System. Machen wir sonst auch nochmal neu, wenn das zu sehr... Ich gucke mir das mal an. Und wenn das zu veraltet ist, dann machen wir das vielleicht mal neu. Aber da könnt ihr gucken, wie gesagt, so Duri Webinar Part 1. Unser Buchungssystem. Da könnt ihr gucken, wie könnt ihr so einen Termin gestalten. So, ja, das zu dem Thema. Sind wir sogar glatt schon wieder durch. Es war mir wie immer und wie jeden Sonntag eine Freude. Wir sehen uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Sorduri TV. Und ich bin raus. Schönen Tag, schönen Sonntag und eine Hobbywoche par excellence für euch. Bis denn. Ciao.